Hallo, ich bin der Guido Höhne, mache Kinderzaubertheater und heute geht es um ein Stück, die Reise zum Weihnachtsmann. Dann hat er mir etwas Unglaubliches erklärt, nämlich, dass der Weihnachtsmann verschwunden ist. Ja, und dass Weihnachten deswegen wohl ausfällt. Ist das ein Schock? Ja. Heftig, ne? Ich war auch erst mal ganz betreten. Ich habe gesagt, dass Herr Kommissar, das kann doch nicht wahr sein. Der Weihnachtsmann ist kurz vor Weihnachten verschwunden und die Kinder im Publikum merken sehr, sehr, sehr schnell, dass sie mir helfen können und sogar müssen, um ihn wiederzufinden. Dummerweise ist er uns bei der Reise um die ganze Welt immer ein kleines Stückchen voraus. Wir finden nur noch ein Indiz oder einen Zeugen, der uns davon berichten kann, dass er ihn gesehen hat, aber er ist erstmal nicht zu greifen. Am Ende, das ist das Schöne, geht's gut aus, wir finden ihn wieder, Weihnachten kann stattfinden. Auch wenn man dafür mal vielleicht ungewohnte Dinge tun muss, wie zum Beispiel ein Weihnachtslied singen oder auch ein Gedicht aufsagen, was aber auch gerne in Kauf genommen wird. Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter! Wow, super! Im Grunde genommen vermittelt das Stück das, worauf es in der Weihnachtszeit ankommt. Man sitzt an einem Nachmittag zusammen, hat eine schöne Zeit und am Ende gibt es sogar noch Kekse.